Und was ist, wenn wir jetzt einfach nur uns 5 Minuten anschauen? Und dann kommt Stille und dann schau, was hochkommt, was für Scheiße hochkommt. Ganze Zeit. Weil das ist ja nicht das Bewusstsein, sondern es ist dann die Vergangenheit, die Steffi, das kleine Kind in dir, was da alles, was einfach noch drin schlummert. Und jetzt nur hinschauen. Wir reden einfach gar nichts. 2-3 Minuten und wir schauen nur hin und dann spüren einfach selber, was kommt alles hoch. Wie du selber das Verlangen hast, dass du jetzt was sagen musst. Obwohl es gerade nichts zum Sagen gibt. Und egal, was ich jetzt sage, bleib einfach in dem Zustand und jetzt beobachte die Gedanken, die hochkommen. Einfach nur, wenn ich rede. Was passiert? Was in dir schlummert? Wenn du eine Tiefe in dir spürst. Weil da drin irgendwo sitzt noch die Steffi, die eingesperrt in ihrem Zimmer ist und jeden Tag dieselbe Rolle hat, weil sie dieses Zimmer in sich hat, in dir drinnen. Und dieses Zimmer kannst du ausmalen, wie du willst, weil du bist der Herrscher in diesem Zimmer, in dir drinnen, was in dir schlummert. Aber die Steffi, wenn wir sagen, dass es eine Rolle ist, dieses Zimmer, in dir drinnen, sitzt die kleine Steffi, das Bewusstsein, und sitzt nur, aber weiß nicht, dass es die Tür gibt in diesem Zimmer. Weil in deinem Zimmer ist es eine Tür. Und du hast einen Schlüssel. Und du kannst rausgehen aus dieser Tür und hast einen ganzen Gang voller Zimmer. Du kannst dich frei bewegen. In dir drinnen. Du in ein anderes Zimmer gehen kannst. In ein Zimmer voller Freude. Oder in ein anderes Zimmer mit voller Emotion. Das, was du davor noch nicht innen drin gesehen hast. Aber das haben wir alle drinnen. Du hast in dir eine Tiefe. Aber die Steffi sitzt immer in demselben Zimmer in sich drinnen.